Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ragnarmod 6 mit dem Krier natürlich. Hallo. Hallo. Hier, was ist dein Plan? Ich muss immer noch diese Scheiße weitermachen. Ah, die Scheiße. Was brauchst du für die Scheiße noch? Netherite Ingots. Ah, das heißt, du gehst in den Nether und verschwende wieder 2-3 Episoden. Ich würd gleich mitkommen, ich würde nur vorher mein Inventar ein bisschen leer räumen. Ich habe letztes Mal noch nach der Aufnahme mein Sklavenhaus fertig gebaut. Wir haben jetzt ein paar Villager eingesperrt. So, 1, 2, 3. Oh, da fällt mir ein, ich brauche noch einen Name-Tag. Wir müssen den Golem ja noch umbenennen. Der muss ja noch Bob heißen. So, Eisen brauchen wir auch. Das heißt, ich nehme auch jedes Eisen mit, das ich sehe. Wir haben doch bestimmt einen Name-Tag. Da. Das nehme ich mit. Name-Tag muss ich erst einen Namen geben am Amboss, oder? Ja. Name-Tag. Drüben sind noch Diamanten, die würde ich mitnehmen Bob. Wollen. Redstone ignoriere ich erstmal. Ja, ich habe nach der letzten Episode nochmal ganz kurz den gesamten Plan rekapitulieren müssen, was eigentlich das Ziel dieser ganzen riesigen Wither-Geschichte war, weil ich wusste es echt nicht mehr nach, keine Ahnung, wie viele Monaten, die ich jetzt in dieser Kacke schon sitze. Und dann ist es mir wieder eingefallen, das alles ist wegen einer blöden Coin. Weil ich eine blöde Coin brauche und die Coin muss mit einer Presse gemacht werden. Und um die Presse zu machen, brauche ich dieses eine Teil, was nämlich nur gemacht werden kann über Miniaturisierungs-Crafting, was sehr cool ist, das habe ich auf einem anderen Server gemacht. Das König ist echt lustig. Bob. Und oder eben indem ich einen Frame herstelle, aber das ist dann ein Loop gewesen, der ja nicht gelöst werden konnte. The good loop. Dementsprechend blieb dann nur noch dieses Militarization-Zeug und dafür brauchte ich ganz viel anderen Kram. Ja, dann habe ich jetzt alles zusammengestellt, wollte anfangen, die ersten Sachen zu craften. Man braucht einen Supreme Machine Frame, dafür brauche ich das Ethergas. Und dafür fehlen mir dann halt dummerweise jetzt Netherite Ingots. Weil wir anscheinend keine mehr haben. Das heißt, ich muss jetzt hier im Nether nach insgesamt 10 Ancient Debris suchen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich auch so ein Supreme Machine Frame brauchte für irgendein Storage-Ding, was wir machen wollten. Ja gut, dann... Erinnere ich mich da korrekt, oder... Keine Ahnung. Okay, dann sind wir auf dem gleichen... Dann sind wir auf dem gleichen Level, das ist doch schon mal gut. Ich bin zu tief. Mal gucken, ob wir davon noch irgendwas hier einsortieren können. Gucken wir mal ganz kurz hier nach. Das ist schon die Chunk Border. Das ist ja praktisch. Ticken höher noch gehen. Ein bisschen was ist rausgegangen. Ich habe eben auch mal wieder so einen Goblin Trader mit Cobblestone. Davon abgehalten, mir ganz viele Smaragde zu geben. Wir haben jetzt keine Cobblestones mehr quasi. Crack Concrete tun wir mal hier mit reinpacken. Yay. Du nicht, du bist wichtig. Dich müssen wir hier im Blickfeld haben, von dir brauche ich 10. Guck mal, hier ist das eine. Guck mal, da tun wir mal das Glas mit rein. Da ist auch das andere Glas schon. Das Eisen. Davon brauchen wir auch wieder Unmengen. Wir haben nämlich fast kein Eisen mehr. Ja, ich habe auch festgestellt, eben gerade, als du gesagt hast, wir haben kein Eisen mehr, dass die Eisenfarm hinten, die hattest du ja überarbeitet, aber die Crushing Wheels falsch rum eingestellt. Die konnten quasi nichts crushen, die konnten nur ausschmeißen. Ich habe die jetzt mal andersrum reingemacht, aber da kommt trotzdem noch nichts raus, das irritiert mich ein bisschen. Ah, ja, weil die falsch rumlaufen. Ja, wie sind wir hier mal? Okay, die laufen richtig rum, die kommen hier oben rein. Ah, das dreht sich gar nicht. Okay, das heißt, da kommt auch nichts rein. Na, hier mal kurz ein bisschen dumm rumexperimentieren. So. Dann
ballern wir mal die ganzen Sticks da rein. Warum dreht der sich nicht? Der läuft über den, der läuft über den. Das heißt, da muss eine Box rein. Eine Box. Ah, das mal hier nebenher vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen Eisen herstellen. Das meiste werden wir eh darüber machen, dass wir es finden, aber ne. Zumindest ein Anfang. Au, Spinne, wo kommst du denn her? Spinne, es ist Nacht. Ich weiß, aber ne. Ich habe natürlich keinen Pfeil und Bogen mehr dabei. Habe ich noch ein Schwert ein? Natürlich habe ich ein Schwert einstecken. Ich glaube, ich bin einen Tick zu hoch. Ich hätte wohl 1-2 weiter runtergehen sollen. Ah, ein Simple Gear Shift, das wollen wir nicht. Wir die hier noch mit haben. Wir brauchen eine Gearbox. Das Schlimme ist, egal auf welchem Server ich zocke, es sind immer langwierige Sachen, die mich lange hinhalten. Ja gut, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Prinzip von diesen... Nein, aber das ist was anderes. Also wenn du halt einen langen Weg etwas zu machen hast, ist das was anderes. Aber das sind einfach unnötige Strecken. Da in dem anderen Modpack, das ich gerade spiele, teilweise im Stream, teilweise so, oder meistens so, da musst du halt Millionen Sachen von einer Sache craften und die dauern halt Stunden, bis die fertig sind. Ja gut, das ist einfach eklig. So Fleißaufgaben. Mehrere. Und hier ist es dieses dauernde Hin- und Hergelaufe für ein und dieselbe Kacke. Wirklich? Weil halt nur dieser eine Loop da ist. Und es bleibt nur der eine Weg, dass wir es über das Miniaturization-Ding machen müssen. Ich finde es etwas fies tatsächlich, dass aus Bananenstauden kann ich kein Holz herstellen. Was soll das denn? Ich dachte, ne, perfektes kleines Teil. So. Jetzt lasst ihr mich hoffentlich eine Runde in Ruhe. Ja, die Spinne hat mich natürlich auch entdeckt. Das Eisen hätte ich hier auch gerne. So. Ich will doch nur ein bisschen Holz haben. Leute, ein bisschen Holz. Wie wär's? Wir sind zu niedrig. Warum ist das jetzt nicht mehr an? Dankeschön. So. Können wir daraus jetzt Holz machen? Ja. Können wir aus diesem Holz Buttons machen? Ja. Kämpft da jetzt ein Skelett gegen... Okay, ich muss mal eine Runde schlafen. Da müssen wir noch Licht reinmachen. Die Creeper sind da definitiv nicht an der richtigen Stelle. Aber da hätte ich gern schöne Lampen. Nicht einfach nur Fackeln. Ja, ihr habt da Ansprüche. Ich hab da einfach Ansprüche. Unsere Sklaven sollen es ja auch gut haben. Moin, Kopfblick-Trader. Ich bringe halt tonnenweise Netherrack wieder mit. Ja. Ja gut. So ich halt. Ich würde sagen, das kann man ändern, aber... da zweifle ich irgendwie dran. Die 5 Millionen Entities hier sind echt nicht so gut für meine Frames. So. Ich glaube, am schlausten wäre es, auf hier einen automatischen Farmer zu bauen im Nether mit Create. Dass er dann automatisch das ganze Ancient Debris quasi freilegt und sammelt. So, was soll ich machen? Cogwheels wollte ich machen. Außer jetzt nicht, ich brauche dafür Oak auf jeden Fall. Das sind die falschen Buttons, du kannst das nicht mit denen machen. Arschloch. Ach, das Problem hatte Krian letztens auch. Das heißt, Krian hat ja schon mal Oakbaum gepflanzt, das ist eine gute Sache. Was spielst du? Dark Oak Lord. Ich trau dir nicht, du bist vielleicht das falsche Holz. Gehen wir mal hier drüben rein. Nehmen wir hier den
Punkt hier die Kante. So. Heute will mich Minecraft hier aber auch ein bisschen ärgern. Baum, ich rück dir noch zu Leibe, keine Angst. Wenn das hier wieder funktioniert, wie das funktionieren soll, dann bist du dran. Aber sowas von. So, also, jetzt haben wir das richtige, vielleicht richtige Holz. Nicht zu voreilig sein. Und noch mehr Stuff. Das ist irgendein Power-Skelett da. Oder ein Power Zombie besser gesagt. Ich meine, er hat eine Krone auf, das ist der König der Zombies. So, wir haben jetzt ganz normale Oak Buttons. Large Banana Front. So, und Smaller haben wir auch. Eieiei. Na, komm her. Komm, 4 habe ich. Das heißt, ein Ingot habe ich. Ich brauche noch mal so viel. Ich drück mal die Daumen. Ne? Ja, danke für das Cockwheel. Alles hier mit Lava. So, Zombie-Freund. Kauf ich. Kauf Fischburp. Was darf man darunter verstehen? Ein Rülpser, der nach Fisch und Kuh stinkt? Ich meine, kein Wunder, dass der im Kuhstall ist, aber... Ja, Kühe, ihr müsst ihn nicht beschützen. Ist alt genug. Der König. Ich hätte gerne einen Goblin-Trailer hier im Nether, der mir dann Netherite verkauft. Das wäre auch eine gute Sache. Also mit denen, die hier Dings verdicken. Cobblestone, mit denen machst du halt ganz entspannt 2 Stacks Smaragde. Unsere Trader hier haben übrigens noch nicht alle einen Job. Ich habe nur ein paar einen Job gegeben, dass wir die anderen halt individuell gestalten können. Falls wir dann welche brauchen. Man wird wahrscheinlich auch Sinn machen, die nach und nach schon hochzuleveln, aber... Machen wir mal direkt 2. Ich werde bestimmt 2 brauchen, wenn nicht mehr, sogar mehr. Okay, da wollte ich einen hochsetzen, dass das hier in Betrieb genommen wird. Hat der unten drunter einen? Weiß ich gar nicht, aber da brauche ich wahrscheinlich den Vertical. Das fängt so gut an mit der Ausbeute hier an Netherite. Ah, es bewegt sich. Es fällt da oben rein. Und seitdem geht sie auf 0. Huch. Wo ist der? Yay. It does work again. Ah, die sind noch falsch rum. Gucken wir mal kurz, wo denen ihr... Ihr Anlasser ist. Der müsste ja dann hier irgendwo drin sein. Ja. Hey, Nummer 5. Ah, der dreht sich gar nicht. Das ist der hier. Okay. Nummer 5, ist das nicht toll? Nummer 5 lebt. Den behalte ich hier, falls dass man auf einmal in Lava versucht zu schwimmen. Man muss auch ab und zu mal in Lava schwimmen. Gibt es eigentlich irgendeine Methode von einem Laufband was aufzunehmen, ohne das Laufband kaputt zu machen? Ja, rechtes Klick. Mit leerer Hand, oder? Ja. Das möchte er nicht. Jetzt hat er ihn genommen.
Okay. Auf noch drei von denen. Auf nach Ich meine Moria. zumindest, dass es 4 und 4 sind. 4 Gold, 4 Nether Scrap. Und weil ich ja nicht diesen riesengroßen Turm gemacht habe, weil wir nicht so viel Stahl hatten, können wir auch nicht zwei aus einem machen. Genau das wollte ich tun. So, gehen wir hier mal. Nehmen wir die Kante. Auf, komm her, du bist natürlich nicht in meinem Inventar gelandet. Du bist sonst wohin geflogen? Da, ich sehe dich. Und wenn wir jetzt da noch den dazwischen bauen. Jackpot! Dann können wir hier wieder einen Erdblock reinsetzen. Dass alles wieder seine Na gewohnten komm Bahnen jetzt, so geht. beschissenes Zeug, ey. Kann doch nicht so schwer sein. Hier ist alles cool, ja. Den nehmen wir mit. Und dann nachher wieder wochenlang beschäftigt, mein Inventar auszuleeren. Den braucht man vermutlich da gar nicht. Ja, das ist immer das Bescheidene. Bist du hier die Junk-Grenze? Ja, bist du. Also gehen wir jetzt hier lang. It works. Das ist doch schon mal schön. Ah, ist ja schon mal ein Anfang. So, du weißt auch vermutlich nicht mehr, welche Storage du gehabt haben wolltest. Ja, wahrscheinlich das ME-System. ME. Das war mit irgendeinem Engineering wahrscheinlich. ME. System. Ich Nein. meine, da gibt es theoretisch auch andere Versionen von. Brauchen wir Floppy die Disk Drive? Das. Von Refined Storage, das hört sich gut an. Brauchen wir nicht das Machine Frame? Die Machine. Weil die EMC-Geschichte, die ist ja mit sehr viel komplizierten Sachen verbunden in diesem Modpack. Komplizierte Sachen. Hold my coffee. So, gucken wir mal in Tamagotchi rein. Ah, das war Project E, ne? Das mit den EMC ist Project E, ja. Ja. Multiblocks, Klapp. Oh, hallo. Komme ich in einen alten Tunnel von uns? Ah ja, da brauchen wir ein bisschen was dafür. Okay, ich glaube, EMC ist noch ein bisschen, ja, also, ja. So ein Tunnel ist das denn jetzt hier? Von wann ist der? 1907, die alten Minen. Ja, Refined Storage, das klingt doch erstmal ganz gut. Gehen wir in die Richtung weiter. Machine Frame. Ah ja, das sieht glaube ich also, ne? Steel Sheet Metal, Iron Sheet Metal, Redstone. So, gehen wir mal in unsere Crafting Tour. Da ist nämlich schon was drin. Der Redstone Engineering Block ist da auch drin. Was will ich denn mehr? Gab es nicht noch andere Wege, aus dir zwei zu machen? Ist das ein realistischer Weg?
Den können wir leider nicht nutzen, dafür brauchen wir diese bestimmte Kohle, die haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt Dirty Netherite Scrap will. Der wird ja. Draus. Der würde 2 draus machen. Können wir uns die leisten? Da das war nämlich das Miniaturization Crafting. Ich erinnere mich. Das. Toll. Dafür brauchen wir selbst Netherite Ingot. Für das. 2 Stück. Das bringt uns leider nicht sehr viel. So, ich räume jetzt mal mein Inventar leer und dann komme ich farmen. Aber das wird nicht mehr diese Folge passieren, weil diese Folge ist schon wieder vorbei. Sag ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen. Thank you.